Viele ist die Verzweiflung halt so groß, dass sie sagen, okay, wir gehen nach Deutschland. Sie besorgen sich dann Papiere. Woher, will er jetzt nicht sagen. Er hat nur gesagt, es gibt Leute hier im Viertel, die sagen, ihr könnt nach Deutschland gehen, dort bekommt ihr Kindergeld. Und das ist für diese Familien, wenn sie 6, 7, 8 Kinder haben, ein Vermögen, wenn sie dann 800, 900 Euro bekommen. Wer nach Deutschland will, braucht Papiere, Anträge für mögliche Sozialleistungen, Übersetzungen von Dokumenten. In diesem Kiosk am Rande des Ghettos gibt es so gut wie alles, was man für einen Staat in Deutschland benötigt. Die Zahl der Kunden wächst von Tag zu Tag. Die Normale, die helfen in alle, in Arbeitslosengeld, in alles. Und Staatshilfe auch. Wie in Deutschland, Jobcenter, so machen alle Papiere. Also Arbeitslosengeld für Deutschland? Ja, hier auch. Und Kindergeld auch? Alles, alles. Also Sie können hier auch Kindergeld beantragen, oder? Normalerweise, die machen nur die Papiere. So, und schreiben, warum viele Leute hier, die keine Ahnung, zu schreiben und lesen. Seit 10 Jahren betreibt der Ex-Boxer Yusuf Dene diesen Service für seine Landsleute. Wer den Slum verlassen will, kommt zu ihm. Wir haben Kontakte auf der ganzen Welt. Alle suchen uns auf, denn wir bieten so ziemlich alles an. So sind wir zu einem einmaligen Unternehmen geworden. Mit anderen Worten, wir bieten alle Arten von Dienstleistungen an. Man kann bei uns auch Zahlungen vornehmen. Auch stellen wir Flug- und Bustickets für das Ausland aus. Dortmund, Nordstadt, 2100 Kilometer nordwestlich von Plovdiv. 55.000 Menschen leben in diesem Stadtteil, 45% haben einen ausländischen Pass. Vor einem Café treffen wir eine Gruppe Bulgaren. Die Männer kommen ebenfalls aus Plovdiv und pendeln regelmäßig nach Dortmund. Offenbar sind einige von ihnen hier gemeldet. Auch sie genießen die Vorteile deutscher Sozialleistungen. Problem ist, weißt du was? Problem ist zum Beispiel, wer wohnt nach Bulgarien jetzt? Jetzt alles schwer, glaub ich. Wegen warum? Keine Arbeit, keine Kindergeld, keine gar nichts mehr. Zum Beispiel hier, ne, in Deutschland, sagst du, wie viel nehmen im Kindergeld, ne? 100% kannst du, du weißt Bescheid, wie viel nehmen. Aber ist egal, ich sag dir Bescheid. 180, ne? Okay. Ist auch nicht schlimm. Wir treffen eine Familie, die vor 8 Jahren von Plovdiv in die Nordstadt gezogen ist. Der älteste Sohn, Jackie, 20, lebt mit den Eltern und seinen beiden Geschwistern auf 60 Quadratmetern. Jackie hat Koch gelernt, ist aber arbeitslos. Seine Mutter ist krank, der Vater ist ebenfalls ohne Job. Die Wohnung wird vom Staat bezahlt. Mit Kinder- und Arbeitslosengeld kommt die Familie auf 1500 Euro im Monat. Zurück nach Bulgarien will Jackie auf keinen Fall. In Bulgarien bekommt man also pro Person, also pro Kinder, pro Monat, 7 Euro oder 8 Euro pro Monat Kindergeld. Ne? Und also von Stadt, also vom AG bekommt man so fast 15 Euro. Also insgesamt bekommt man eine Familie, wenn man 3, 4 Kinder hat, sagen wir mal 100 Euro. Und hier? Ganz, also hier ist eigentlich gut, ne? Pro Person kriegt man hier fast 200 Euro. Plus AG und so weiter, 300, 400 Euro kriegt man mit einem Kind, ne? Wenn man 3, 4 Kinder hat oder 2, kriegt man fast 700, 800 Euro. Und das Mitte wird hier gezahlt, Strom, dies, das. Also für mich ist Deutschland das beste Land und Freiheit der Land.